Denn heute geht es um das Doppel-ABC, mit dem du dir unaufhaltbar ein Leben ganz nach deinem Herzen kreierst, ohne dich weiter von äußeren Umständen gebremst zu fühlen. Das ist das Thema heute. Vielleicht geht es dir ja so, wie es gerade vielen da draußen geht. Und ich gehöre ja auch zu denjenigen, die schon lange keine Nachrichten mehr gucken. Hören, lesen, schauen im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben ja auch hier gar keinen Fernseher. Aber trotzdem, wenn man das so mitbekommt, was da im Außen los ist, manchmal holt es einen ein und dann fühlt man sich einfach gebremst. Ich habe es gerade die Woche mal noch ein aktuelles Beispiel, bis alle hier sind, die heute Morgen live dabei sein wollen. Ein aktuelles Beispiel: Donnerstag hatten wir hier ein kleines Erdbeben auf Zypern. Und Freitagmorgen habe ich mir tatsächlich mal den Spaß gemacht und habe mal Erdbeben Zypern gepostet. Und wenn ich da so die Schlagzeilen gelesen habe, was da durch die Presse ging, also mehr habe ich auch gar nicht gelesen, aber nur die Schlagzeilen, dann konnte der Eindruck entstehen, dass ganz Zypern hier in Angst und Schrecken unterwegs ist und ja, keine Ahnung was. Also so nehmen die Medien es uns dann wirklich tatsächlich, rauben uns tatsächlich unseren Fokus, ganz bei uns selbst in unserer Mitte zu sein, wenn wir uns denn auf diese Dinge da ja einlassen. Okay? Aber bei dir ist das nicht so. Du bist heute hier, du willst mehr aus deinem Leben machen. Deshalb schön, dass du da bist. Und wie gesagt, Elisabeth, schick dir gerne auch noch, wenn du Hashtag Herz ins Kommentarfeld schreibst, das Worksheet auf die Schnelle noch zu, damit du da auch richtig viel und gut mitschreiben kannst und da auch anschließend schriftlich tatsächlich was hast. Ja? Denn du wirst heute am Ende dieses Trainings ja tatsächlich wissen, warum du deine Ziele immer wieder aus den Augen verloren hast und welche Hebel du jetzt umlegen darfst, damit du deine Ziele tatsächlich auch erreichst. Völlig unabhängig von äußeren Umständen. Der Zeitpunkt, etwas zu verändern, war nie besser als jetzt. Also wenn du dir bis eben noch die Geschichte erzählt hast, jetzt geht nicht, weil dies oder jenes da draußen gerade ist und, kannst dich gleich schon verabschieden. Wir alle haben einen freien Willen, wir alle haben unsere Vorstellungskraft und wir können jederzeit entscheiden, in welche Richtung es jetzt weitergeht. Ja? Da bist du tatsächlich goldrichtig hier bei diesem Live-Training heute. Du bist ja auch richtig, wenn du dieses Jahr tatsächlich zu dir selbst finden möchtest. Wirklich, 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 wirklich. Deine Träume, die Dinge, von denen du schon so lange träumst, tatsächlich willst du deiner Lebenswirklichkeit werden lassen. Wenn du Klarheit haben möchtest, warum du überhaupt hier bist, wenn du dich instinktiv schon seit einer Weile fragst, was soll das hier überhaupt auf der Erde? Warum bin ich überhaupt hierher gekommen? Das sind so Fragen, die ich mir früher immer gestellt habe. Ich wollte einfach, damals hatte ich so diesen Begriff Seelenplan noch nicht, aber ich wollte wissen, warum ich hier bin. Das war meine Definition damals. Ich dachte, das muss doch einen Sinn haben, warum ich hierher gekommen bin. Und das, was ich gerade im Außen mache und finde und sehe und tagtäglich erlebe, das erfüllt mich nicht gerade. Das kann irgendwo nicht das gewesen sein, warum ich hier bin. Gesetz der Anziehung. Ich gehe mal von aus, ich habe dich in mein Universum gezogen, weil du in der Richtung auch tief in dir denkst. Da muss dann auch mehr möglich sein. Ja? Und auch wenn du dich tatsächlich, wie ich und viele andere inzwischen auch, zwar keine Nachrichten mehr guckst und nicht unbedingt jeden Tag dir eine Tageszeitung reinziehst und so, aber trotzdem bist du so feinfühlig und wahrnehmend, dass so viele Dinge von außen ja, Einfluss auf dich haben und du dich ausgebremst fühlst gerade jetzt. Ja? Du wirst auch am Ende dieses Trainings wissen, welchen entscheidenden Schritt du gehen musst. Dieses Wörtchen muss habe ich weitestgehend aus meinem Sprachjargon gestrichen, würde ich dir auch empfehlen. Nur in gewissen Bereichen und in dem Bereich hier, da passt es tatsächlich noch, da ist es noch in meinem Sprachjargon drin, welchen Schritt du gehen musst, um 2021 auf ein wirklich erfolgreiches Jahr zurückzublicken. Völlig unabhängig, ich kann es nicht oft betonen, äußerer Gegebenheiten und Umständen. Ja?
du wirst auch wissen, was genau du umsetzen darfst, um dir jetzt tatsächlich ein Leben nach deinem Herzen zu gestalten. Und ich habe es eben schon erwähnt, ich gratuliere dir, dass du hier bist. Das zeigt, dass du tatsächlich etwas ändern möchtest. Sonntags morgens, 9 Uhr, hier live dabei zu sein. Wie großartig. Du gehörst definitiv zu den Gewinnern. Sonst würdest du mir hier nicht lauschen, weil du könntest jetzt auch weiter im Bett liegen, weiter wertvolle Lebenszeit verlieren, dich gefangen fühlen in Mustern und Prägungen und in der Situation, die da draußen gerade herrscht, um am Ende des Jahres dann zu wieder denken, dann zu wieder denken, dann wieder zu denken, hätte ich doch nur. Und mal ehrlich, ich kenne es aus meinem früheren Leben. Wie oft habe ich zum Jahresende zurückgeblickt und gedacht, hätte ich doch nie. Hätte ich es doch nur angepackt. Hätte ich doch das nur umgesetzt. Ja? Aber du bist heute hier. Du willst mehr aus deinem Leben machen. Du willst dein volles Potenzial entfalten, damit dir Türe und Tore geöffnet werden zu deinem freien Leben. Du möchtest dein eigenes Ding wahrscheinlich machen, das dich erfüllt, das dir monatlich ein stabiles Einkommen sichert. Und das geht, das ist möglich. Du darfst dich auch jetzt schon mal gleich davon verabschieden, dass kein Geld da ist oder dass es an finanziellen Mitteln hapert oder hängt. Das sind alles Geschichten, die wir uns erzählen. Und wenn du das Problem hast, dass du schon einiges probiert hast, aber es noch nicht so richtig funktioniert hat und dir die Klarheit und das Vertrauen fehlt, wie du tatsächlich auf den richtigen Weg kommst, dann bist du hier auch genau richtig. Ein Satz zu mir, falls du ganz neu dabei bist und denkst, wer spricht hier denn vor der Kamera? Mein Name ist Irmgard Anna Bronder und ich helfe Frauen dabei, in erster Linie Frauen. Ich freue mich auch immer natürlich, wenn ich Männer begleiten darf. Mit Hilfe ihres Seelenplanes das Hamsterrad zu verlassen, um selbstbestimmt mehr Freude, Leichtigkeit, Spaß und Geld im Leben zu haben. Auf diesem Weg bin ich bereits seit 2005. Inzwischen gibt es die Irmgard Anna Bronder Akademie mit unterschiedlichen Mentoring-Programmen, wo ich dich in dein freies Leben ganz nach deinem Herzen begleite. Und ganz ehrlich, das war in meinem Leben nicht immer so. Das ist mir überhaupt nicht in die Wiege gelegt worden. Es gab Zeiten, da spürte ich genauso wie du, da muss es doch noch mehr im Leben geben als das, was ich gerade im Außen finde, was ich da gerade im Außen als meine Lebenswirklichkeit empfinde. Ja? Ich habe 30 Jahre im öffentlichen Dienst gehockt. Ich war die ersten Jahre sehr, sehr stolz auf diese Stelle. Es war damals eine sehr begehrte Stelle. Ich habe mich geehrt gefühlt, dass ich zu den Auserwählten gehörte, diese Stelle überhaupt zu bekommen, aber mir im Laufe der Jahre wurde ich einfach zunehmend unzufriedener, fühlte mich fehl am Platz. Ich wollte mehr aus meinem Leben machen. Ich war es leid, mir den Tag vorschreiben zu lassen von anderen, wann ich am Arbeitsplatz zu sein habe, wann ich Urlaub machen darf, wann ich in Urlaub überhaupt fahren darf. Und ich wollte auch selbst darüber entscheiden, wie viel Geld im Monat auf mein Konto fließt. Wollte mir auch das nicht von anderen vorschreiben lassen, die über meinen Wert bestimmen. Das sind alles Dinge, die dir wahrscheinlich so oder so ähnlich bekannt vorkommen. Deshalb, jetzt geht's um dich. Lass uns starten. Wichtig noch, bleib bis zum Ende dabei. Da wartet noch ein Goodie auf dich. Liebe Barbara, dich sehe ich auch gerade hier. Wunderschönen guten Morgen. Liebe Jessica, guten Morgen. So, wer ist jetzt bereit? Schreib mal ein Ja in den ins Kommentarfeld rein. Das war Starten. Und wer das Worksheet noch nicht hat, Hashtag Herz, dann schickt die Elisabeth dir das noch ganz rasch über den Messenger zu. So, wenn du zu den, ja, wie nennt man das so, zu den blauen Typen gehörst, die immer nur so diese Dinge glauben, die wir mit dem bloßen Auge sehen, die so ganz viel oder recht viel noch Futter für den Kopf brauchen. Ich gehörte auch dazu. Heute gibt es manchmal Situationen, wo mein Kopf mich auch mal noch innehaben will. Aber ich habe gelernt, doch mehr und mehr meinem Herz zu vertrauen. Aber auch für dich, damit du auch was Greifbares hast, damit wir auch deinen Denker jetzt hier mit im Boot haben. Stichwort Ziele erreichen. Darum geht es ja jetzt heute hier. Will ich dir auch mal noch was Wissenschaftliches jetzt mal gerade zu
Beginn mit auf den Weg geben, damit auch dein Kopf, dein Denker mit dabei ist und da was greifen kann. Es gibt die sogenannte Harvard-Studie zur Zielerreichung. Und die besagt, das ist nachgewiesen, ist kein esoterischer Kram oder irgendein Hokuspokus, 83% der Studienabgänger, der Schulabgänger hatten keine konkrete Zielsetzung für ihre Karriere. Nur 14% der Absolventen hatten eine klare Zielsetzung für die Karriere, also für das weitere Leben, für den Lebensweg überhaupt, hatten diese aber nicht schriftlich fixiert. Das sind natürlich Dinge in unserem klassischen Schulsystem, das wir hier haben. Solche Fächer wie Zielerreichung, wie gestalte ich mir mein Leben, wie erreiche ich überhaupt meine Ziele, wie folge ich meinem Herzen, was ist der Sinn meines Lebens, solche Fächer, die gibt es ja bis gestern noch nicht in unserem Schulsystem. Es ist wünschenswert, dass sowas in der Zukunft immer mehr Raum einnimmt und die Tendenz geht ja auch so in die Richtung, aber das dauert ja noch. Nur du und ich, wir kennen ja noch ein anderes Schulsystem. Und deshalb ist das so elementar wichtig, dass du das jetzt verstehst, diese Harvard-Studie, was daraus einfach erfolgt. 83% der Abgänger hatten keine konkrete Zielsetzung und 14% hatten zwar klare Zielsetzungen, haben diese aber nicht schriftlich fixiert. Und lediglich 3% der Absolventen hatten klare Zielsetzungen für ihren weiteren Weg, für ihre Karriere und hatten diese auch schriftlich fixiert. Und diese 3% waren wesentlich erfolgreicher als die Absolventen aus der Gruppe, die entweder gar keine Ziele hatten oder die 14%, die Ziele hatten und diese aber nicht schriftlich fixiert hatten. Deshalb, wenn du dein Worksheet jetzt zur Hand hast, dann nimm da diese Folie, als Grundsatz gilt, steht da. Das kannst du jetzt vervollständigen. Ziele müssen erstens schriftlich fixiert sein, wenn du sie tatsächlich erreichen willst. Schriftlich fixieren. Sie müssen spezifisch sein. Was heißt spezifisch? Klassisches Beispiel. Du bist im Internet unterwegs und gehst auf irgendeine Plattform, wo du dir ja, vielleicht einen neuen Mantel stellen willst. Ist jetzt gerade Deutschland, Österreich, Schweiz, ist es, glaube ich, ziemlich kühl, erfrischend draußen. Du brauchst einen neuen Wintermantel. Dann legst du da ja auch nicht in den Warenkorb irgendeinen Wintermantel rein, sondern du wählst genau aus, welchen Wintermantel du haben möchtest. Vom Material her, von der Farbe her, vom Muster her und von der Größe her. Dann weiß die Firma, wo du das orderst, ich will jetzt keine Namen hier nennen, ganz genau, welchen Mantel in welcher Größe, in welcher Farbe, aus welchem Stoff, welches genaue Modell sie dir liefert. Und dann schickst du das ab. Du gibst eine ganz spezifische Bestellung auf. Und so spezifisch darfst du auch dein Ziel formulieren. Ich hätte einfach gerne mehr Geld, ich hätte gerne ein freies Leben. Wie schaut das genau für dich aus? Ganz wichtiger Punkt. Erster Punkt, schriftlich fixiert sein. Zweiter Punkt, es muss spezifisch sein. Du gibst diese Bestellung ja nicht übers Internet an irgendeine Firma auf, sondern du gibst das an die Universumsfirma auf. Ja? Und stell dir vor, da steht jemand, der hat auch einen Warenkorb, den du füllen kannst mit deinen Zielen, ganz spezifisch. Weil das Universum, das liefert immer. Und das liefert dir Dinge, die du bestellst. Wenn du bis eben Dinge in deinem Leben findest, die du nicht haben möchtest, dann wisse, du hast einfach bis eben das Falsche bestellt. Wenn der Kopf dir jetzt sagt, von was redet die Situation, die ich gerade habe, und egal jetzt, ob es beruflich ist, ob es finanziell ist, ob es im Hinblick auf die Familie ist, ob es im Hinblick auf die gesundheitliche Situation ist, privat, was auch immer. Wir selbst sind die Schöpfer und Erschaffer unserer Lebenswirklichkeit, niemand anderes.
Bitte wisse auch, als ich das zum ersten Mal gehört habe von meinem Mentor, es muss 2004 gewesen sein, ich hätte ihm können an die Gurgel gehen, weil ich gedacht habe, der erzählt mir jetzt die Situation, vor allem die Mangelsituation im Außen, die soll ich mir selbst erschaffen haben. Nein, mir hat alles rebelliert. Das Gute daran ist aber, was ich dann im nächsten Schritt erkannt habe, und das gebe ich dir jetzt hier mit. Wenn du bis eben Situationen in deinem Leben hast, die du so nicht haben möchtest, egal in welchem Bereich, dann hast du bis eben auf eine unbewusste Weise Bestellungen beim Universum abgegeben und das Universum, das bewertet und beurteilt nicht, das hat einfach geliefert. Das Gute ist, wenn du das jetzt erkannt hast, das ist ein unbezahlbarer Tipp, den ich dir jetzt hier gerade mitgebe. Dann bist du jetzt sofort in der Lage, das zu ändern. Was nicht heißt, dass du morgen schon eine andere Lebenswirklichkeit hast. Aber du bist schon mal grundsätzlich auf einem anderen Weg. Und bitte verurteile oder beurteile dich auch jetzt nicht dafür, dass du denkst, oh, was habe ich da jetzt bestellt, die letzten Wochen oder Monate wieder oder Jahre. Alles ist so, wie es ist. Es gehörte dazu. Was bis eben war, kannst du sowieso nicht mehr ändern. Die Zukunft ist die Zeit, in der du lebst. In diese Richtung geht es weiter. Und wenn du dich jetzt hier, heute, mit dem, was ich das mit dir teile, jetzt hier auch umsetzt, dann bist du viel schneller in dem Leben, wo du eigentlich hin möchtest, als was dein Kopf dir jetzt noch erzählt, was du in Kürze erreichen kannst. Das kann ich dir auf den Weg mitgeben, aufgrund meiner eigenen Erfahrungen und aufgrund von vielen wunderbaren Menschen, die ich die letzten Jahre begleiten durfte. Und einen Glaubenssatz gebe ich dir vielleicht jetzt hier. Es geht zwar jetzt heute hier nicht um Glaubenssätze, aber einen Glaubenssatz von mir, den ich mir vor vielen Jahren hinter die Ohren geschrieben habe, gebe ich dir schon mal mit. Du kannst ja jetzt gerne noch zusätzlich in dein Worksheet aufschreiben. Kaum denke ich an etwas Schönes, schon wird es zur gelebten Realität. Kaum denke ich an etwas Schönes, schon wird es zur gelebten Realität. Du wirst tatsächlich staunen, wie schnell Dinge, wenn du nach dem Schemata vorgehst, das ich dir hier mit an Hand gebe, wie schnell deine Ziele zur Lebenswirklichkeit werden. Wie schnell sich dein Leben auf wundersame Art und Weise öffnet, die Türe und Tore, die jetzt schon da sind, die du nur noch gar nicht siehst, wie die sich öffnen und du brauchst nur durchzugehen. Heißt das, dass es immer ganz leicht und einfach und easy geht? Heißt natürlich nicht. Nur, wenn du das mal erkannt hast, wie der Schmetterling im Kokon auch sich befreit, und das ist auch manchmal ein bisschen anstrengend, aber was für ein Leben auf dich wartet, wie es dann fließt, wie du dich da immer mehr und mehr hinein entspannen kannst, trotzdem auch manchmal ein Stolperstein da ist, dann gehst du drumherum, hüpfst drüber. Wie viel Freude und Leichtigkeit, von wie viel Freude und Leichtigkeit darf das nichtsdestotrotz getragen sein? Ja, und da sind wir bei dem dritten Punkt auf dieser Folie. Dein Ziel, erster Punkt war ja schriftlich fixieren, zweiter Punkt spezifisch, dritter Punkt, das muss auch mit Glauben versehen sein. Du musst jetzt beginnen, unerschütterlich an dich zu glauben und alles, was dich daran hindert, lass es los. Es ist eine Entscheidung, das jetzt loszulassen. Es ist eine Entscheidung und es ist deine Entscheidung. Wenn du im Internet was bestellst, bleiben wir nochmal bei dem Wintermantel von eben und du drückst auf Absenden, zweifelst du dann, dass das irgendwann geliefert wird? Wahrscheinlich nicht. Du weißt genau, in ein paar Tagen kommt's. Oder wenn da steht Lieferzeit, weil der Mantel noch vom Schneider muss zusammengeschneidert werden, weil es vielleicht ein Maßmantel ist, dann hast du ihn zum nächsten Winter, dann weißt du, es braucht ein bisschen. Aber du hast Vertrauen darin, du glaubst daran. Und bitte, auch Einladung, du gehörst wahrscheinlich auch zu denen, die sehr wahrnehmend, feinfühlig, sensibel sind, die viele Dinge auch aufnehmen, die überhaupt nicht zu dir gehören, die überhaupt nicht deine sind. Auch das schick's weg, komm ganz bei dir selbst an. Du bist nicht der Körper, den du mit dem bloßen Auge siehst, du bist ein unendlich großes Wesen.
das einen Körper hat wie einen Anzug als Instrument. Also Grundsatz, Ziele müssen schriftlich fixiert sein, spezifisch sein und mit Glauben versehen sein. Okay? Dann kommen wir so zu dem ABC des Zielesetzens. Das erste A, das ist die nächste Folie, wenn du das Worksheet hast. Wenn ich hier nach links gucke oder von deiner Seite wahrscheinlich nach rechts, ich habe mein Handy hier, damit ich die Kommentare sehe und auch da gern drauf eingehen kann, weil die Melanie schreibt gerade, der ist so schön, dieser Glaubenssatz. Ja, das ist tatsächlich so. Also dieser Glaubenssatz, der ist unbezahlbar. Schreib ihn dir auf, wenn du es bis eben noch nicht gemacht hast. Kaum denke ich an etwas Schönes, schon wird es zur geliebten Realität. Wir haben gerade gestern hier mit der Family zusammengehockt und haben mal so unser jetziges Leben Revue passieren lassen. Wenn du mir das noch vor 5 Jahren gesagt hättest oder vor 3 Jahren, diese Situation, die wir jetzt hier haben, ich hätte wahrscheinlich gesagt, ja, es wäre traumhaft schön, aber wie soll das gehen? Mit diesem Glaubenssatz, es geht viel schneller, als du denkst. Liebe Hannelore, wunderschönen guten Morgen, schön, dass auch du dabei bist. So, beim ABC des Zielesetzens, da waren wir. Trink mal gerade einen Schluck Tee. Das erste A, das steht für Ausdauer. Das habe ich ja eben schon erwähnt. Kaum denke ich an etwas Schönes, schon wird es zur gelebten Realität. Bedeutet, wenn du dich jetzt für etwas entscheidest, ist das nicht schon morgen unbedingt zu deiner Lebenswirklichkeit aus 2 Gründen. Zum einen funktioniert es auch nicht, indem du dich hinhockst, bestellst beim Universum und dann einfach nur den lieben Gott einen guten Mann sein lässt, um es mal so auszudrücken. Ich bin ein absoluter Fan von Mantren, Om singen und solche Dinge. Damit beginnt auch mein Tag. Aber nur damit die Lebenswirklichkeit erschaffen. Den Zauberstab habe ich noch nicht draußen. Wenn ich den draußen habe, teile ich den auch gerne mit dir. Das heißt, du darfst ja auch ins Handeln kommen. Als bei mir so Beispiel dazu die Idee aufkam, ich will mich viel mehr dort aufhalten, wo es warm ist, wo Sonne ist, wo von der Mentalität her ein anderes Gemüt herrscht. Und wenn ich mich in Deutschland aufhalte, Österreich, Schweiz, dann, weil ich das jetzt gerade dort will, ich will auf der Welt zu Hause sein, die Welt als mein Zuhause bezeichnen und da, wo es mir einfach gerade gefällt, auch mit der Familie, dort will ich sein. So, das war dann bei mir in erster Linie Zypern. Das heißt, was wir hier jetzt alles haben, das ist nicht daraus entstanden, dass ich nur rumgesungen habe, sondern dazu dürfte ich natürlich gewisse Dinge auch einfach umsetzen. Ja? Und da ist natürlich auch ein bisschen Ausdauer notwendig. Das geht nicht von heute auf morgen, aber es geht ganz rasch. Wenn du jetzt in dir findest, du willst auch Standortwechsel, dann kannst du theoretisch in 2, 3 Wochen schon an deinem Lieblingsstandort sein, wo auch immer das ist auf der Welt. Mit ein paar Einschränkungen jetzt vielleicht. Aber für alles gibt es Möglichkeiten. Für alles, für alles, für alles, für alles gibt es Möglichkeiten. Muss da nicht auch unbedingt den Medien da draußen glauben. Ja? Wo ein Wille ist, ist immer ein Weg. Das ist mit Ausdauer gemeint. Also, das B von dem ABC, das B, das ist mit das Allerwichtigste, damit du dir auch die richtigen Ziele setzt, die tatsächlich zu dir gehören, die dein Ding sind und du nicht Zielen von anderen nachhechtest, weil du glaubst, du willst, keine Ahnung, ich bringe jetzt mal ein Beispiel, Millionärin werden. Und Millionäre, die haben eine Yacht irgendwo im Hafen liegen. Und die haben noch das Traumhaus irgendwo, keine Ahnung, die Traumvilla irgendwo am Strand. Wenn du dir dieses Ziel setzt, weil du glaubst, um Millionärin zu sein, brauche ich eine Yacht und brauche eine Villa mit Angestellten irgendwo. Aber es ist nicht deines. Dann wirst du dieses Ziel auch nicht erreichen, weil es einfach nicht zu dir gehört. Das heißt, den Fehler habe ich früher auch gemacht.
Ich bin Zielen nachgehechtet und habe versucht, sie zu erreichen und habe dann festgestellt, es ist nicht meins. Ich bin gern auf dem Meer unterwegs. Ich bin auch gern mal mit einem Kreuzfahrtschiff unterwegs. Ich bin auch gern mal auf einer Segeltörn. Aber ich will deshalb keine eigene Yacht. Wenn ich Lust darauf habe, das auch mit der Familie zu machen, dann gucke ich, wo wird was angeboten, suche mir die Yacht aus, miet mir den Kapitän und dann geht's aufs Meer raus. Das fühlt sich für mich gut an. Das ist mein Ding. Heißt oder bedeutet, wenn ich jetzt in 5, 6 Jahren da andere Ziele nochmal habe, kann es durchaus die Yacht sein. Weiß ich jetzt nicht. Und deshalb ist es so wichtig, dass du weißt, was genau zu dir passt, was deine Bestimmung ist, was dein einem Lebensplan, deiner Lebensaufgabe entspricht, warum du hier bist, darüber darfst du dir klar werden, damit du auch deine Botschaft in die Welt bringen kannst, dein Potenzial leben kannst, deine Botschaft teilen kannst. Unter dem Tenor, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Es ist alles ein großes Ganzes. Alles ist miteinander verbunden. Alles ist miteinander verwoben. Wir Menschen, alle Tiere, alle Pflanzen, alles ist ein großes Ganzes. Und trotzdem ist jeder ein Individuum, aber mit allem verbunden. Und so bist du auch hierher gekommen mit einem ganz eigenen Plan, mit einer eigenen Bestimmung. Die musst du wissen, damit du dir die richtigen Ziele setzt, die genau zu dir passen, wo du dich so rundum wohlfühlst und dich selbst verwirklichen kannst, im Sinne von ich wirke. Das ist Selbstverwirklichung, also dein Ding machen kannst. Dann fließt es. Dann fließt es. Und das ist auch das Ding, was du vielleicht von anderen Online-Unternehmern, Unternehmerinnen, Coaches, Mentoren oder vielleicht auch von Büchern gelesen hast. Wenn du dich selbst verwirklichst, im Sinne von ich wirke, wenn du dem Ruf deiner Seele folgst, wenn du dein eigenes Ding machst, dann brauchst du nie wieder zu arbeiten. Und dieses nie wieder zu arbeiten, das heißt nicht, dass du dann den ganzen Tag in der Hängematte hockst, sondern du wirkst. Du bestimmst aber selbst über dich, weil du deiner Bestimmung folgst und nicht den Zielen von anderen folgst, sondern dir selbst. Deshalb ist dieses B das Allerwichtigste. Du musst deine Bestimmung kennen, warum du hier bist. Und das C steht für Commitment. Du darfst dich auch für dich, für deine Ziele, für deine Bestimmung committen. Also dir, was heißt Commitment? Dir das Versprechen geben, dass du das auch machst, dass du das auch umsetzt, warum du hier bist. Weil das ist letzten Endes das Ding, warum du mal auf dein Leben zurückblickst und sagst, und das möchtest du ja wahrscheinlich, wow. Hat zwar eine Weile gedauert, aber ich habe die Kurve noch gekriegt. Ich habe noch meine Botschaft, mit der ich hierher gekommen bin, meinen Seelenplan, den habe ich schon mit der Welt da draußen geteilt. Jetzt kann ich gehen. Jetzt freue ich mich auf das, was jetzt danach kommt, was auch immer es ist, aufs nächste Leben oder keine Ahnung, was auch immer. Das ist das, was dich mit einem Lächeln befriedigt, erfüllt, irgendwann am Tag X die Äuglein zumachen lässt und deinen letzten Atemzug machen lässt. Erfüllt, glücklich und zufrieden, dass du deinen Beitrag hier, warum du hierher gekommen bist, geteilt hast. Weil das sind genau die Dinge und das kannst du auch, sonst hätte ich dich nicht hier in mein Universum eingezogen. Gesetz der Anziehung. Du wärst sonst nicht hier. Das sind die Dinge, die die meisten Menschen bereuen, und da gibt es ja auch ein Buch inzwischen oder vielleicht sogar schon Bücher, wo man nachlesen kann, was tatsächlich Menschen, die ihren Körper verlassen, was die bereuen, nämlich dass sie nicht ihre Lebensaufgabe gelebt haben, dass sie nicht ihr Ding gemacht haben, dass sie sich viel zu sehr von anderen Dingen haben ablenken lassen, dass sie viel zu sehr Dinge nachgehechtet sind, die gar nicht ihre eigenen waren. Aber das willst du nicht, deshalb bist du hier.
Deshalb finde deine Bestimmung. Was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Und gib dir selbst das Versprechen, committe dich dafür, um das in dieser neudeutschen Sprache dir wiederzugeben, dass du das auch machst. Also Ausdauer, Bestimmung, Commitment. Und das ist eine Entscheidung. Das ist eine Entscheidung. Für dich, für dein Herz, für dein Leben, für deine Familie, für deine Kinder, wenn du welche hast. Das war mit mein größter Motivator, dass ich meinen Kindern das tatsächlich mit auf den Weg gebe, was ich ihnen mitgeben wollte. Weil bis zur Pubertät, wo die Kinder in der Pubertät waren, war ich ja auch noch auf einem anderen Weg unterwegs und habe einfach gespürt und gesehen und gemerkt, wie sehr die beginnen, mich nachzuahmen, wie sehr ja, die in Fußstapfen treten, was ich ihnen eigentlich ersparen wollte, war mit mein größter Motivator. Das ist alles eine Entscheidung. Entscheide dich jetzt für dich, für dein Leben, für dein Herz, für deine Seele. So. Das nächste ABC. Es gibt einen essentiell wichtigen Unterschied zwischen A, B und C-Zielen. Den schauen wir uns jetzt noch an. Bei einem A-Ziel. Was ist überhaupt ein A-Ziel? Das ist ein Ziel, ein Ziel, was vielleicht auch mal zunächst ein bisschen eine Hürde für dich war, was du dann aber letzten Endes relativ easy erreicht hast. Klassisches Beispiel, was jeder kennt, so im Alter von 17, 18 Jahren, da hatten wir doch alle, so die meisten zumindest, das Ziel, mal mobil unterwegs zu sein, sprich einen Führerschein zu haben und selbst Auto fahren zu dürfen. Dass man nimmer Mama- und Papa-Taxi nutzen musste. Ja, kennen wir doch alle. Das war damals so ein A-Ziel. Aber wir hatten einen genauen Plan, wie wir das erreichen, sei es Sponsoring, Mama, Papa. Oder, das war bei dem einen oder anderen ja sicherlich auch der Fall, Führerschein kostet Summe X, dann muss ich jeden Monat so und so viel sparen, muss ein Sparbuch anlegen, um dann den Führerschein, die Fahrstunden nehmen zu können, um den Führerschein machen zu können. Ja? So. Das heißt, dieses A-Ziel, das war absolut planbar. Da war auch kein besonderes Wachstum, also ein Verlassen der Komfortzone notwendig. Da war keine großartige Weiterentwicklung notwendig. Das war absolut planbar, dieses Ziel zu erreichen. So, der nächste Step, B-Ziele. Was sind B-Ziele? Nehmen wir mal an, das nehmen wir dann, bleiben wir bei dem Führerschein-Thema, bleiben wir bei dem Auto. Bislang ein Auto, keine Ahnung, ein Kleinwagen, würdest dir aber schon mal gerne ein Mittelklassewagen erlauben und du hättest auch gerne mal einen Neuwagen, keinen Gebrauchtwagen. War bei mir auch irgendwann mal das Ziel, mal einen neuen Wagen zu haben, nicht immer nur gebrauchte Autos, die dann irgendwann nach relativ kurzer Zeit so ihre Krankheiten zeigen, ja? So, das ist dann schon mal ein bisschen ein größerer Rahmen. Ist noch planbar, weil du schaust dir dann vielleicht Prospekte an, du weißt, 20.000 Euro kostet das Teil, du musst Monat für Monat so und so viel zurücklegen dafür, kannst das aber planen. Und es liegt auch ein bisschen außerhalb deiner Komfortzone, weil von deinem Feeling her ist es ja schon was anderes, ob du jetzt weiterhin in so einen Kleinwagen einsteigst oder ob du, keine Ahnung, in die C-Klasse einsteigst oder in irgendein BMW oder was. Ist ja schon mal ein Unterschied. Das heißt, dieses B-Ziel, da ist schon Wachstum da von deiner Persönlichkeit her. Es ist eine Weiterentwicklung und es ist auch ein Verlassen der Komfortzone, aber es ist planbar. Das ist das B-Ziel. Das C-Ziel, das ist tatsächlich etwas, was deiner Mission, warum du hier auf der Erde bist, entspricht. Da liegt dein Potenzial. Das ist großes Wachstum. Das ist eine enorme Weiterentwicklung. Und das ist völlig außerhalb deiner Komfortzone
und deshalb vom Verstand her nicht planbar. Meine Mission ist es, Beispiel, bis 2030 eine Million Frauen dabei unterstützt zu haben, ihr eigenes Ding zu machen, ihre Lebensaufgabe zu leben, frei zu leben, ihren Seelenplan zu leben, daraus ihren Seelenberuf auch zu folgen, sprich dem Ruf der Seele zu folgen, daraus den Seelenberuf zu erschaffen und sich somit für sich und für die Familie, für die gesamte Familie ein freies Leben zu gestalten. Und das hört da ja nicht auf. Wenn wir uns vorstellen, eine Million Frauen trauen sich, ihre Lebensaufgabe zu entfalten, ihr Potenzial zu leben. Die stecken ja jeder von denen Hunderte, Tausende, Hunderttausende von Menschen an. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, jeder folgt seinem Seelenplan, jeder weiß, warum er hier ist, jeder ist bei sich, jeder macht sein eigenes Ding zum Wohle des großen Ganzen. Was für eine Welt haben wir hier? Was für eine Welt haben wir denn hier? Wie viel mehr Licht und Liebe gibt es da? Dann wissen wir allenfalls noch, wie Krieg und Streitereien und Unfrieden und Zielsituationen, du weißt, dass damit gemeint ist, geschrieben wird. Was ist deine Mission? Du hast auch eine Mission in dir. Du hast auch eine Botschaft in dir, warum du hier bist. Stichwort nochmal, es gibt ein großes Ganzes. Diesem können wir uns nicht entziehen. Diesen universellen Gesetzen. Wir können uns auch der Schwerkraft nicht entziehen. Wir sind nun mal da in diesem großen Ganzen verwoben. Und wir leben in einem Kosmos. Kosmos kommt aus dem Griechischen und bedeutet übersetzt Ordnung. Es hat alles seine Ordnung. Es hat alles seinen Sinn. Du bist nicht zufällig hierher gekommen. Du hast nicht zufällig das erlebt, was du bis eben erlebt hast. Du bist nicht zufällig in der Familie, in der du gelandet bist, hineingeboren worden. Es hat alles seinen Sinn. Und auch daraus entsteht ein Stück weit dein Seelenplan, deine Lebensaufgabe. Und jetzt mal die Frage an dich: Was glaubst du, welches Ziel ist am einfachsten, am leichtesten, mit Freude und auch mit Spaß zu erreichen? Das A-Ziel, das B-Ziel oder das C-Ziel? Schreib jetzt mal gerne in den Chat rein, A-Ziel, wenn du glaubst, das A-Ziel ist am einfachsten zu erreichen, schreib einfach ein A rein, oder wenn du glaubst, das B-Ziel, wo schon Wachstum da ist, Komfortzone erweitern, dann schreib im Chat ein B rein. Und wenn du glaubst, das C-Ziel, also das Ziel, das deiner Mission entspricht, das ist am einfachsten zu erreichen, mit Freude, mit Leichtigkeit, dann schreib ein C ins Kommentarfeld rein. Ja? Schreib das jetzt mal rein. Was glaubst du, welches Ziel ist am leichtesten und am einfachsten zu erreichen? Bin gespannt. A, B oder C? Das ist jetzt die Frage, während ich noch einen Schluck Tee trinke. Liebe Hannelore, liebe Ina, schön, dich auch mal wieder zu sehen. Liebe Ina, guten Morgen, lieber Heinz. Guten Morgen, Barbara, dich habe ich schon begrüßt. Die Jessica ist mit dabei. Hallo Jessica. Guten Morgen, Hilge, dich habe ich auch schon begrüßt. Melanie und Elisabeth sowieso. Ja, schreibt mal ins Kommentarfeld A, B oder C. Es dauert leider immer eine Weile, bis man hier die Kommentare sieht. Und über den Herzregen, da freue ich mich auch immer so sehr. Gut, ich schaue nachher rein, ich sehe es gerade nicht. Daniela, wunderschönen guten Morgen, schön, dass du auch dabei bist. Wir sind bei dem ABC des Zielesetzens. So, nochmal. A-Ziel, kein Wachstum nötig. Ist auch definitiv kein Wachstum da, keine Weiterentwicklung, kein Verlassen der Komfortzone, ist absolut planbar. Ein B-Ziel,
ist schon verlassen der Komfortzone, ist schon ein bisschen Wachstum im Hinblick auf die eigene Persönlichkeit, ist schon ein wenig außerhalb der Komfortzone, ist aber immer noch absolut planbar. Und das C-Ziel, da ist ganz viel Wachstum, da ist eine enorme Weiterentwicklung für dich vorbereitet im universellen Feld. Das ist weit außerhalb der Komfortzone und das ist vom Verstand her nicht planbar. Und dieses C-Ziel ist tatsächlich das, was am einfachsten, am leichtesten zu erreichen ist. Warum? Weil es deinem Potenzial entspricht, weil es dein Ding ist, weil es deine Mission ist, weil es das ist, was dich morgens aus dem Bett hüpfen lässt. Wenn du deine Botschaft in die Welt trägst, Menschen, die zu dir passen, in dein Umfeld ziehst, mit die unterstützen darfst, mit denen du arbeiten darfst, beziehungsweise arbeiten ist der falsche Ausdruck, wir verbinden mit arbeiten da, dass das was Schweres ist. Wenn du da im Sinne von ich wirke, im Sinne von Selbstverwirklichung, die befruchten, inspirieren kannst, dein Beitrag hier in der Welt sein kannst, das ist dein Motor. Und deshalb sind das auch die Dinge, die du vom Kopf her, vom Verstand, vom Denker her nicht planen kannst, die dir aber so viel Kraft und Energie schenken und Freude und Spaß bereiten, dass du es morgens nicht erwarten kannst, aus dem Bettchen zu hüpfen, voller Freude den Tag genießt. Ja, es gibt auch mal ein paar Downs, so ist es nicht, das gehört dazu, das ist wie das Salz in der Suppe. Und dass du aber abends in dein Bettchen wieder gehst, die Äuglein zumachst, mit einem Lächeln im Gesicht einschläfst und denkst, wow, was für ein toller Tag war das heute. Für wie viele Menschen konnte ich heute ein Beitrag sein? Wie sehr war ich heute bei mir? Wie sehr konnte ich heute selbstbestimmt leben? Wie sehr bin ich in meiner Selbstliebe mit mir selbst? Wie sehr bin ich im Vertrauen ins Universum? Wie wenig tangiert mich, und das hat nichts damit zu tun, dass man Empathie hat für andere Menschen, sondern wenn jeder von uns sein eigenes Ding macht, das hat absolut nichts mit Egoismus zu tun. Der Weltfrieden, die Weltgesundheit, was auch immer, das fängt hier an, das fängt nicht da draußen an, das fängt hier an. Und nochmal, wenn du dir erlaubst, das Commitment mit dir eingehst und deiner Bestimmung folgst, dem Ruf deiner Seele folgst, wenn du dich da drüber traust, den Mut hast, jetzt dafür zu gehen, was für ein Beitrag kannst du sein für diese Welt? Und wie sehr hüpfst du morgens dann voller Freude aus dem Bett, weil du wirklich selbstbestimmt lebst? Niemand anderes kann mehr über dich bestimmen, es sei denn, du lässt es zu. Es sei denn, du lässt es zu. Und deshalb ist dieses C-Ziel am einfachsten zu erreichen. Und da kannst du jetzt die nächste Folie auf deinem Worksheet nehmen, die vervollständigen wir jetzt. Da steht geschrieben, mir ist jetzt klar geworden, welchen essentiell wichtigen Unterschied es zwischen, da kannst du einfüllen, A, B und C Zielen gibt. Bei A Zielen findet kein Wachstum, keine Weiterentwicklung und kein Verlassen der Komfortzone statt. Nochmal zum Mitschreiben. Bei A Zielen findet kein Wachstum, keine Weiterentwicklung, kein Verlassen der Komfortzone statt. Bei B Zielen findet ein klein wenig Wachstum, klein wenig Weiterentwicklung statt. Und es ist ein klein wenig außerhalb der Komfortzone, aber absolut planbar. Es ist planbar. Doch die nächste Folie in deinem Worksheet, da kannst du vervollständigen. Jetzt ist mir klar, nur mit einem C-Ziel kann ich tatsächlich in mein traumhaftes, freies Leben starten, weil damit ein großes Wachstum, eine wirkliche Weiterentwicklung möglich ist, das außerhalb meiner Komfortzone liegt und vom Verstand her nicht planbar ist. Das ist das Ding, wo man
wo man auch sagt, der Weg ist das Ziel. Diesen Plan verfolge ich, wie ich dir eben gesagt habe, meine Mission bis 2030, 1 Million Frauen dabei begleitet zu haben, ihr eigenes Ding zu machen, damit wir hier eine andere Welt hinterlassen, damit wir den Kindern was anderes mitgeben, damit ja, unsere Nachfahren sich tatsächlich viel, viel schneller dessen bewusst sind, beziehungsweise überhaupt bleiben, wir waren es ja mal, es ist uns nur abtrainiert worden, dass wir selbst die Schöpfer und Erschaffer unserer Lebenswirklichkeit sind. Das ist vom Verstand her nicht planbar, aber es berührt mein Herz. Was berührt dein Herz? Was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Deshalb ist dieses B vom ersten ABC so wichtig, dass du weißt, warum du hier bist und deine eigene Mission und Vision hast. Und auf dieser Folie, wo wir gerade sind, kannst du noch dazu schreiben: Ich habe erkannt, dass, das steht ja da schon, ein C-Ziel viel leichter zu erreichen ist, weil darin auch meine Mission verborgen liegt. Und es mir deshalb unendliche Freude und Spaß bereitet und enorm viel Kraft und Energie schenkt. Nochmal zum Mitschreiben oder zum Verfeinern, falls das eben zu schnell war. Jetzt ist mir klar, nur mit einem C-Ziel kann ich tatsächlich in mein traumhaftes Leben starten, weil damit ein großes Wachstum, eine wirkliche Weiterentwicklung möglich ist, da es außerhalb meiner Komfortzone liegt, vom Verstand her nicht planbar ist. Ich habe erkannt, dass ein C-Ziel viel leichter zu erreichen ist, weil darin auch meine Mission verborgen liegt. Und es mir deshalb unendliche Freude und Spaß bereitet und enorm viel Kraft und Energie schenkt. Liebe von Frankfurt, wunderschönen guten Morgen. Schön, dass auch du dabei bist. So, ihr Lieben, wem ist jetzt klar, dass es tatsächlich um dich geht, um deine Ziele, um dein eigenes Potenzial und du damit den Mehrwert für die ganze Welt bist, der Beitrag für die Welt bist und sein kannst, wenn du dir erlaubst, da jetzt rüber zu gehen. Und das ist Komfortzonenerweiterung und das ist das Ding, wo viele, viele, viele den Fehler machen. Da habe ich jetzt so Angst, da habe ich jetzt so Bauchkribbeln, da habe ich ja schon Bauchschmerzen. Nee, das kann, das, nee, das ist nicht mein Ding, da kann ich mich nicht drüber trauen. Und da erzählen sich viele die Geschichte und deshalb teile ich das hier ganz offen mit dir, weil sie Bauchschmerzen haben, jetzt eine Entscheidung zu treffen, dafür tatsächlich zu gehen, weil sie Bauchschmerzen und Angstgefühle haben, sich zu verabschieden aus der Armut, im Sinne von arm an Mut zu sein und tatsächlich sich ein Ziel zu verfolgen, weil sie Angst haben, in sich zu investieren, sich einen Mentor an seine Seite zu holen, der dort ist, wo sie hinwollen, weil der ihnen die einzelnen Schritte dann, der sie nur begleiten kann. Weil sie davor Angst haben, dann ziehen sie sich in ihr Schneckenhaus zurück. Das ist das Ding mit dem Erweitern der Komfortzone. Es ist im Prinzip ganz einfach. Weiter in A- oder B-Zielen, sich zu versuchen, die auch langweilig zu finden, die auch mühselig zu finden. Wie mühselig ist es, wenn ich ein neues Auto brauche oder haben möchte? Keine Ahnung, 20.000 Euro zusammenzusparen oder mir einen Kredit aufzunehmen und den abzustottern. Mit dem ersten Tag, wo ich mit dem Auto vom Hof fahre, hat das Ding ja schon, keine Ahnung, ein paar tausend Euro schon wieder an Wert verloren. Wie langweilig und mühselig ist das? Und wie viel einfacher ist es, in sich, in die eigene Persönlichkeitsentwicklung zu investieren und sei es, dass das dann auch erstmal mit einem Kredit, dazu sind ja Bankinstitute ja auch da, mit einem Kredit verbunden ist. Aber es ist die Investition in sich selbst, wo Wachstum, wo Mehrwert da ist, wo kein Verlust da ist im Hinblick auf ein
Vergleich Kredit, wo ich, keine Ahnung, mir ein Auto kaufe oder irgendwelches Mobiliar kaufe oder egal, jetzt einen Computer kaufe, egal. Und wenn du dir damit dann erlaubst, tatsächlich auch die Geldenergie in dein Leben fließen zu lassen, die zu dir passt, statt von anderen vorschreiben zu lassen, wie viel Geld sie dir überweisen, Arbeitgeber oder wer auch immer. Nicht falsch verstehen, es geht nicht darum, dass du jetzt deinen Job kündigen sollst, wenn du nicht schon einen Plan hast, in die Richtung geht's. Wenn du sowieso im Moment gerade ohne Job bist, dann klare Empfehlung, setz alles auf eine Karte und geh in diesen Weg hier rein, auf den Weg deines Herzens und hör auf, noch sonst wo Energie reinzustecken. Und wenn du diese Prägungen und Themen und Dinge löst, das sind ja die Dinge in meinen Mentoring-Programmen, die wir auf dem Weg ja da lösen mit meinen wunderbaren Akademikern, Akademikerinnen. Wie viel einfacher ist es, wenn du dann ein Auto haben möchtest, das keine Ahnung, 20.000 Euro kostet und du zahlst es halt einfach. Bar, fertig, Ding erledigt. Ja? Das sind aber Dinge, die hat man uns nie beigebracht. Deshalb ist es auch so wichtig, dass du beginnst, denk an das erste ABC, unerschütterlich an dich zu glauben, deinem Herzen folgst und auch diese Sätze, diese Glaubenssätze wandelst, weil das sind Sätze, die du glaubst bis eben und die dich bis eben zu der Lebenswirklichkeit geführt haben, die du jetzt gerade hast. Wenn du jetzt beginnst, das Ding zu wandeln, dann wandelt sich alles für dich. Dann geschehen die Dinge, die so wundersam sind, die wir als Wunder bezeichnen. Dann geschehen die Dinge, ganz krasses Beispiel, das wir alle kennen, diese Geschichten vom sogenannten Tellerwäscher zum Millionär. Es geht nicht darum, dass du jetzt Tellerwäscherin oder Tellerwäscher sein musst und unbedingt Millionär werden musst oder sollst oder keine Ahnung, wenn du das willst, wunderbar. Sondern da, wo du jetzt stehst, loszugehen, dich zu verabschieden von diesem Armutsbewusstsein im Sinne von arm an Mut zu sein, zu wissen, wenn Bauchkribbeln und Ängste da sind, dass das deinem Zielziel auch entspricht, dass da große Dinge entstehen können, weil du dann tatsächlich deine Komfortzone verlässt. Das hat was mit unserem Reptiliengehirn zu tun. Wenn wir unsere Komfortzone tatsächlich verlassen, rebelliert dieses Gehirn, weil das ist ja ein Neuland, das wir betreten. Das kennen wir ja nicht. Kommt noch aus Zeiten, wo wir als Jäger und Sammler unterwegs waren. Ja? Also, und Gesetz der Anziehung habe ich eben schon erwähnt. Das sind Dinge, die für dich definitiv möglich sind. Nur niemand anderes kann dich dazu zwingen, deinen Seelenplan zu entdecken, kann dich dazu zwingen, deine Lebensaufgabe zu entdecken, kann dich dazu zwingen, dem Ruf deiner Seele zu folgen, weil wir sind alle Menschen, du, ich, wir sind mit einem Ding ausgestattet, unserem freien Willen. Und wenn wir uns nicht bewusst für uns selbst entscheiden, entscheiden immer andere über uns und für uns. Und mit unserem freien Willen, unserer Schöpferkraft, die jeder von uns innehat, nur du selbst kannst für dich entscheiden. Und nach dem Gesetz der Anziehung, du wärst hier nicht in meinem universellen Feld, ich hätte dich nicht in mein universelles Feld anziehen können, wenn du nicht einzigartige Gaben, Stärken, ein einzigartiges Potenzial hättest, das Gefühl hättest, da muss es mehr in dir geben, auch sehr wahrnehmend und sensibel und feinfühlig bist, auch schon einiges ausprobiert hast, aber noch nichts so richtig gefruchtet hast und du definitiv mehr aus deinem Leben machen möchtest, dann wärst du nicht hier, dann hätte ich dich nicht angezogen, da wäre da nichts in dir auf Resonanz gestoßen. Dann hättest du mich gar nicht entdeckt hier. Deshalb wisse das zu deiner Rückenstärkung. Das sind alles Dinge, die für dich möglich sind. Jetzt, du darfst dich dafür entscheiden. Niemand anderes kann die Entscheidung für dich treffen. Da kommen wir auch gleich noch zu dem Pudding. Also, nach dem Gesetz der Anziehung sind das Dinge, kein Hokuspokus,
Alles ist für dich möglich. Und wenn du jetzt tatsächlich aufhören willst, von deinem wunderschönen und befreiten Leben zu träumen und tatsächlich Klarheit haben möchtest, wie du jetzt tatsächlich auch ins Umsetzen kommst, dann ist es elementar wichtig, dass du jetzt auch handelst, damit du nicht weiter wertvolle Lebenszeit vergeudest. Den Kram von gestern können wir Cut machen. Gemeinsam im Mentoring-Programm, wenn ich dich begleite, dann machen wir ganz viel in der Richtung, dass du da einen Cut machst. Da geht es nicht darum, nochmal da zu wühlen und nochmal da zu gucken. Brauchen wir im heutigen Zeitalter nicht. Darf auch leicht und einfach sein. Aber die Lebenszeit, die können wir definitiv nicht zurücknehmen. Und deshalb ist es so wichtig, dass du eine Entscheidung triffst für dich, für dein Leben, für dein Herz, für deine Zukunft. So wie du es haben möchtest. Diese Entscheidung kann dir niemand abnehmen. Die kannst nur du treffen. Die kannst nur du treffen für dich. Wenn du das jetzt möchtest, dann. Von allen Wenn-Danns darfst du dich verabschieden, nur von diesem Wenn-Dann nicht. Dann schau im Kommentarfeld, da findest du einen Link. Klick da drauf. Diese Möglichkeit hast du definitiv nur noch kurze Zeit. Die Möglichkeit, eine ganz klare Strategieplanung mit mir geschenkt zu bekommen als Goodie, weil ich habe eben davon gesprochen, ein großes Ganzes. Jeder von uns ist individuell gestrickt. Und dennoch hat jeder seine eigene Lebensgeschichte, hat jeder seine eigenen Ja-Aber. Bei mir ist das so, seine eigenen Wenn-Danns-Geschichten. Ich habe mir auch früher lange Zeit die Geschichte erzählt. Erst wenn das und das gemacht ist, dann. Erst wenn, ja, ich meinen Partner, meinen wunderbaren Mann mit an meiner Seite habe, dann kann ich erst durchstarten. Erst wenn die Kinder aus der Schule sind, kann ich mir erst ein freies Leben gestalten. Und, und. Diese Wenn-Dann-Geschichten, die du ja wahrscheinlich auch bei dir hast und diese Ja-Abers, das sind die Dinge, die wir in einer Strategieplanung genau anschauen, wo du genau eine Strategie anhand bekommst, die du auf dich abgestimmt weiter gehen kannst. Und es gibt ja auch viele, das ist mir früher auch mal schwer gefallen, denen es überhaupt schwer fällt, herauszufinden, wo will ich überhaupt hin, wie schaut mein ideales Traumleben aus. Als 2004 im Gespräch mit meinem damals ersten Mentor, der hat immer gesagt, trau dich groß zu träumen, große Ziele zu setzen, habe ich immer gedacht, ich weiß ja eigentlich gar nicht, wo es hin soll. Habe mich gar nicht mal getraut, groß zu träumen. Dann nutzt diese Strategieplanung. Klick auf den Link. Vor allem, wenn du ohne Ängste und ohne Zweifel mutig dein Ding machen willst und durchstarten möchtest in dein freies Leben. Wenn du dieses Jahr tatsächlich zu deinem größten Erfolgsjahr machen möchtest, statt weiterhin, so habe ich mich früher in meinem früheren Leben auch oft metaphorisch gesprochen gesehen, ich habe in einem Boot gehockt und bin so sternenförmig auf diesem See hin und her geschippert. Da mal was geguckt, da mal was probiert, da mal was nachgeahmt, da mal ein Buch gelesen, da mal ein Seminar besucht, da mal einen Online-Kurs geholt. Das rettende Ufer war da. Ich habe es nicht gesehen und wenn ich es gesehen habe, ich habe mich viele Jahre nicht getraut, dahin zu gehen, weil ich mich nicht getraut habe, in mich zu investieren, weil ich mich nicht getraut habe, mir Menschen an meine Seite zu holen, die dort sind, wo ich hin wollte, die mir den Weg vom Boot ans rettende Ufer zeigen konnten. Und das musst du nicht, den Fehler, den ich jahrelang gemacht habe, musst du nicht machen. Also wenn du tatsächlich ganz bei dir ankommen möchtest, absolute Klarheit bekommen möchtest, warum du hier auf der Erde bist, statt weiterhin zu funktionieren, während die Jahre an dir vorbeiziehen, das Leben an dir vorbeizieht, dann zögere nicht länger, klick auf den Link und schau, dass du dir da noch eine Strategieplanung ergatterst. Ja? Ich weiß aus eigener Erfahrung, habe ich dir ja eben gesagt, wie wir sonst weiter auf der Stelle treten, wie du sonst weiter auf der Stelle trittst, wenn du nicht handelst, wenn du weiter zögerst und du bist hier schon, einige von euch sind schon so lange hier in meinem universellen Feld und schleichen schon so lange um mich rum und überlegen und dann doch nicht und doch. Und soll ich? Ich hätte dich nicht angezogen, wenn ich dir nicht zu 100% helfen könnte.
Und du tust es für dich, für dein Herz, für deine Seele, für das Wertvollste, was du hast, für dein Leben. Also, klick auf den Link, ergatter dir noch eines dieser Strategiegespräche, dieser Strategieplanung, ganz auf dich abgestimmt. Du wirst anschließend Klarheit haben, welche Strategie du gehen kannst weiter. Und wir werden in der Strategieplanung ganz genau hinschauen, was ist dein Ziel tatsächlich, was gilt es auf dem Weg dahin zu lösen und wie erreichst du das auf dem schnellsten Weg. Klick auf den Link und dann sehen wir uns, wenn du dir noch ein Gespräch ergattert hast, eine Strategieplanung, die es in der Weise nur noch ganz kurze Zeit gibt. Ja, okay. Bis dahin, Link findest du im Kommentarfeld. Ja? Ciao, ciao.